Wollen Sie mich heute verarschen? Was hast du gefrühstückt? Nix. Alter. Heute ein Stern Weakfoot. Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge BeatFK. Martin hat ja leider beim letzten Mal verloren, deshalb übernehme ich jetzt für ihn. Und wenn ihr auch gegen uns spielen wollt, dann checkt die Videobeschreibung ab. Und jetzt geht's zu meinem ersten Gegner. Hi, ich bin der Robert Franke, ich bin 18 Jahre alt und spiele beim Freiburger FC in der A-Junioren Oberliga auf dem Flügel. Ja, wie jeder Gegner darfst du dir natürlich auch was wünschen. Was hättest du denn gerne? Ich würde mir gerne den Nike Superfly wünschen. Okay, cool. Dann würde ich sagen, warten wir gar nicht lange und fangen direkt mit der Five-Shot-Challenge an. So, erster Durchgang von Robby. Schauen wir mal, wie viele Treffer er erzielen kann. So, 11 Meter. Boah, chippt er frech in die Mitte. Oh. Ja, ein bisschen Glück gehabt, aber schon mal 2 von 2. Schon mal ein guter Start. Oh, ja, ja, ja. Ja, Freistoß, gleich vorbei. Jetzt wird der Freistoß jetzt eigentlich die bessere Position für den Linksfuß. Ja, eigentlich relativ locker so jetzt noch der Volley. Schauen wir mal, ob er den noch reinmachen kann. Ja. Nächster Durchgang wird besser. Schüsse waren Quatsch. Ja, Robby hat ja schon mal ganz gut vorgelegt mit 2 Treffern, aber ich denke mal, ich werde auf jeden Fall mindestens 3 machen. Erster sitzt. Boah, stark. Den habe ich drin gesehen. Habe ich Glück gehabt. Boah, macht er gut. Sehr stark. Ha. 1 gegen 1, so ein bisschen unnötig, aber ansonsten ja, 3 von 5 ist okay. Erster Durchgang lief nicht so gut. Den zweiten Durchgang mache ich für Oliver Eckert aus Freiburg. 4 Tore. Ich versuch's auf jeden Fall. Abfall, die ich eigentlich schon habe. Ah. Legt er schön ins Eck. Jetzt einer noch, da habe ich die 4. Für Olli. Oh, ja, 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 ja. Oh. Sorry, Olli. Nächstes Mal vielleicht. Eigentlich relativ einfache Rechnung, also 2 werde ich auf jeden Fall machen, also Sudden Death wird es geben und dann normalerweise sollte ich auch die 3 schaffen, also die erste Challenge zumachen. Och nee, ich will dich nicht bannen, wie dumm. Mit dem 7 zu 5 habe ich mir den ersten Sieg gesichert und jetzt geht's zur zweiten Challenge. Wir probieren es noch zu holen. Wird schwierig, aber für Freiburg, für Oliver Eckert aus Freiburg. Die zweite Challenge ist eine Abschuss-Challenge. Dabei spielen wir uns gegenseitig den Ball in den Lauf und haben dann 2 Abschüsse mit unserem starken Fuß und 2 mit unserem schwachen. 3 Durchgänge, wer mehr Tore hat, gewinnt. Schnick, schnack, schnuck. Diesmal kannst du anfangen. Alles klar. Oha, zu hoch. Oh! Werd mal wach, ey. Ja, erster Durchgang, 3 von 4 Treffern, auf jeden Fall schon mal gut vorgelegt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Robby nachziehen kann. Ja, macht er gut. Schade.
Ey. Oh, wieder Pfosten. Ärgerlich. Ah, schade. Aber trotzdem ein guter Durchgang. Zweimal ein bisschen Pech gehabt. Oh, der letzte mit rechts, wirklich. Wolltest du den Chip ein bisschen, oder? Ich weiß selber nicht, was ich gemacht habe. Gut, zweiter Durchgang, auf geht's. Oh. Scheiße! Stark. Die schiebt die alle in die Ecke. Willst du mich heute verarschen? Was hast du gefrühstückt? Nix. Alter. Boah, souverän. Boah, strammes Ding. Oh, ja, ja. Ah, die rechten Leute. Heute ein Stern Weakfoot. Normalerweise habe ich 3,5. Heute, ja. Heute war, glaube ich, die Nacht ein bisschen zu lang. Trainiert die ganze Nacht. Dann in einem Van geschlafen. Eine halbe Stunde. Was? Aber für den Dreh haben wir das trotzdem gemacht. Den letzten Durchgang machen wir besser. Ja, ist jetzt eigentlich eine relativ einfache Rechnung. Wenn ich 2 Treffer mache, kann er gar nicht mehr gewinnen. Also schon mal, aber auch selbst mit einem Treffer mache ich auf jeden Fall gut Druck auf ihn. Boah, den hält er. Boah, ha! Ja, Robby, eigentlich ist das Ding ja schon durch, aber ja. Ich gebe dir auf jeden Fall noch eine Chance. Wenn du 4 von 4 machst, kriegst du nur einen Bonuspunkt und dann steht es 8-8 und dann gehen wir ins Sudden Death. Ja, okay. Boah, stark. Ja, weiter. Ja, er war sogar schon fast im Feld. Für Griffo. Komm für ihn. Ah, schade. Ja, schade. Nochmal Dankeschön auch an das Team, dass ich dabei sein durfte. Vielleicht machen wir mal eine Revanche. Ja, Leute, das war die zweite Challenge. Da konnte ich mich auch durchsetzen und habe somit das Duell gegen Robby gewonnen. Aber Robby, richtig starke Leistung von dir. War halt leider am Schluss ein bisschen, ja, hatte ich dein schwacher Fuß. Ja. Hat ein bisschen im Weg gestanden. Aber. Aber ansonsten wirklich super Gegner und Jan auch geile Paraden rausgehauen. Und wenn ihr euch jetzt denkt, hey, ich will auch mal gegen einen von den Jungs spielen, dann checkt die Infobox ab. Dort findet ihr alle Informationen, um an BeatFK teilzunehmen. Und ansonsten, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.